Rote Rosenvorschau für Folge 3279. Davids neuer Gläubiger ist eine Briefkastenfirma. Keine Chance, eine Fristverlängerung für die erste Kreditrate auszuhandeln. Der Verlust seiner Sicherheit, der Hotelanteile, an den Gläubiger droht. Gregor erklärt sich bereit, das Geld für David zu überweisen, nur um die Frist genüsslich verstreichen zu lassen. Denn durch eine Finte Gregors ist er nun Besitzer der Hotelanteile. Hat den spontanen Sex mit Hendrik genossen und beeindruckt ihn mit ihrem lockeren Umgang. Doch dann kommt es noch einmal zum Sex und plötzlich hat Ritter eine Affäre. Mona kann es nicht ändern. Dass die Enttäuschung über Jens' Absage die Freude über den Meistertitel trübt. Doch Tatjana, Thomas, Merle und Gunther lassen nicht zu, dass sie sich einsam vergräbt. Hannes tritt seine Haft an, fest entschlossen, die Zeit im Gefängnis als Chance zur Selbstzentrierung zu sehen. Als Dina hört, dass Merle gerne eine Auszeit für einen Leichtbauflugkurs nehmen würde, unterdrückt sie den Wunsch, ihre Hilfe in der Gärtnerei anzubieten.